Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, die ich Sie alle wesentlich lieber persönlich begrüßt hätte, ganz persönlich, vielleicht sogar mit Handschlag, wie das eigentlich üblich ist bei diesen Veranstaltungen. Wir müssen uns derzeit digital treffen. Mein Name ist Christian Noll, ich bin Mitglied des Vorstands im Aktionskreis Freiburger Schule. Es ist mir eine besondere Ehre, dass ich Sie zu dieser schon traditionellen Veranstaltung heute Abend begrüßen darf. Dieses bizarre Jahr ist eine Herausforderung für uns alle, für jeden persönlich, für die Wirtschaft und für die Politik. Es ist eine Nagelprobe für die Gesellschaft auf der ganzen Welt. Wir alle sind seit 9 Monaten damit konfrontiert, uns neu zu organisieren, gewohnte Strukturen und Abläufe neu zu ordnen, hervorzuheben, dass in jeder Krise auch eine Chance liegt, ist sicher abgedroschen. Und für diejenigen, deren Existenz gerade auf dem Spiel steht, ist die Feststellung eher makaber. Aber natürlich merken wir, dass an vielen Stellen Gewohntes und Übliches zwangsläufig aufgebrochen und verändert, idealerweise modernisiert wurde. Zumindest wurden hier und da entsprechende Prozesse in Gang gesetzt. Und das gilt natürlich auch für den Aktionskreis Freiburger Schule. Wir säßen heute eigentlich, wie üblich zu diesem Anlass, in der Aula im KG1 der Uni. Und ja, es ist sehr zu bedauern, dass der ganze Rahmen einer Präsenzveranstaltung entfallen muss. Dass der persönliche Austausch nahezu komplett entfällt, das ist eine Herausforderung für unser Miteinander. Aber wir betrachten es durchaus auch als Vorteil, dass wir auf diesem digitalen Weg eine derart bedeutende Veranstaltung wie die Präsentation des Jahresgutachtens des Sachverständigenrats durch Professor Lars Feld einem breiteren Publikum zuführen können. Neben den Mitgliedern, die hier über Zoom teilnehmen können, steht der Stream öffentlich zugänglich auch auf dem YouTube-Kanal des Aktionskreises zur Verfügung. Das darf man heute schon durchaus als barrierefrei bezeichnen. Das ist nicht die erste Veranstaltung, die der Aktionskreis auf diese Weise realisiert. Und noch wichtiger, es wird auch über pandemische Zwänge hinaus nicht die letzte sein. So darf ich Sie nun heute an den Bildschirmen zu Hause oder wo auch immer Sie sich im Moment gerade die Zeit nehmen können, herzlich willkommen heißen. Besonders begrüße ich natürlich Professor Lars Feld, den Direktor des Walter-Eucken-Instituts, Leiter des Lehrstuhls für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomie an der Albert-Ludwigs-Universität und Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, dessen Vorsitzender er seit März diesen Jahres ist. Guten Abend und herzlich willkommen. Guten Professor Abend, lieber Feld Christian. habilitierte sich 2002 an der Uni St. Gallen und war bis 2006 Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft an der Philipps-Universität Marburg. Von 2006 bis 2010 hat er den gleichnamigen Lehrstuhl an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg inne. Er ist ständiger Gastprofessor am Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim und Mitglied der Leopoldina, des Kronberger Kreises und der Société du Mont-Pèlerin. 2017 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Universität Luzern verliehen. Der Aktionskreis Freiburger Schule versteht sich als lebendiges und weit verzweigtes Netzwerk, in dem sich Menschen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und engagierter Bürgerschaft zusammengeschlossen haben, die zusammen eines eint. Wir wollen Impulse setzen und helfen, Rahmenbedingungen für eine freie, soziale und wettbewerbsfähige Marktwirtschaft zum Wohl der Menschen zu schaffen. Vor diesem Hintergrund unterstützen wir maßgeblich die Forschungsarbeit am Walter-Eucken-Institut. Mit unseren Veranstaltungen bringen wir Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen, um zu informieren und gemeinsam zu analysieren. Das digitale Format schränkt unsere Möglichkeiten zur Debatte zwar nicht grundsätzlich ein, zu kurz kommt dabei aber ganz sicher und leider der Austausch untereinander, der so wichtig ist. Am 11. November hat der Sachverständigenrat das Jahresgutachten 2020-21 zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung an die Bundeskanzlerin übergeben. Das Gutachten trägt den Titel Corona-Krise gemeinsam bewältigen, Resilienz und Wachstum stärken. Das Gutachten beleuchtet eine Zeit immenser Herausforderungen. Umso spannender ist sicher die Frage, welche Auswirkungen haben die getroffenen Maßnahmen des Konjunkturpakets? Wie belasten sie nachfolgende Generationen oder ist gar schon Licht am Ende des Tunnels? Ich freue mich sehr, dass wir heute eine Einordnung aus allererster Hand vom Vorsitzenden des Sachverständigenrats, Professor Lars Feld, erwarten dürfen. Ihre Fragen können Sie im Anschluss dann über die Chat-Funktion oder per Handheben anmelden. Dazu kommen wir dann nach dem Vortrag. Jetzt freue ich mich ganz herzlich und sage noch einmal willkommen, Professor Lars Feld. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Christian, für die freundlichen Worte und die Einführung. Wunderschönen guten Abend von meiner Seite an alle,
Ja, liebe Freunde, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich würde Ihnen gerne das Jahresgutachten vorstellen. Den Titel hat Christian Noll eben schon referiert: Corona-Krise gemeinsam bewältigen, Resilienz und Wachstum stärken. Ich habe mir vorgenommen, das in drei Schritten zu tun. Also ich werde zunächst relativ viel Zeit, wenn Sie sich die Struktur des Jahresgutachtens anschauen, auf die Prognose und die Konjunkturpolitik verwenden und dann diese drei großen langfristigen Herausforderungen und ihre Interaktionen mit der Corona-Krise etwas knapper behandeln, also vor allen Dingen das Thema technologischer Fortschritt und Produktivitätsentwicklung einerseits, Klimapolitik auf der anderen Seite und drittens auch die demografische Entwicklung mit ein paar Worten, bevor ich Europa im dritten Schritt etwas ausführlicher nochmal angehe. Also nur etwas, ich muss mal gucken, wie ich das mit der Zeit hinkriege, aber wir sind ja relativ flexibel. Also zunächst einmal zur aktuellen Situation. Wenn man sich diese Corona-Krise genauer anschaut, dann ist das in der Quartalsbetrachtung der schwerste wirtschaftliche Einbruch, den wir bisher erlebt haben. Diese Quartalsdaten gibt es erst ab 1970, aber man kann ja die 20 Jahre vorher nehmen und sich überlegen, wie die Wirtschaftsentwicklung da jährlich war. Da gibt es kein einziges Quartal, da kann es kein einziges Quartal geben, das so kräftig eingebrochen ist wie dieses Jahr im zweiten Quartal. Also insbesondere auch stärker eingebrochen noch als in der Finanzkrise. Aufs ganze Jahr gerechnet ergibt sich das dann aber nicht. Wir haben den Einbruch vor allen Dingen in bestimmten, besonders von der Corona-Krise betroffenen Branchen, Gastgewerbe beispielsweise, auch bei anderen konsumnahen Dienstleistungen. Aber so einfach ist das über die Branchen gar nicht festzustellen, wer nun besonders stark betroffen ist. Von den Bemerkungen jetzt mal abgesehen, das Gastgewerbe ist es durchgehend, aber andere, in anderen Branchen gibt es ein durchaus differenziertes Bild, wenn man an den Einzelhandel beispielsweise denkt. Aufs Jahr gerechnet gehen wir im Sachverständigenrat nun davon aus, dass wir eine Schrumpfung des Bruttoinlandsproduktes um 5,1% im Jahr 2020 haben werden. Im Jahr 2021 dürfte das Wachstum dann wieder 3,7% sein. Um das etwas einzuordnen, wir haben im März ein Sondergutachten gemacht. Da haben wir nur Szenarien gerechnet, also keine richtige Prognose. Und die waren abhängig davon, wie lange der Lockdown im Frühjahr dauern würde. Angesichts der Dauer des Lockdowns war das Szenario relevant, bei dem man in diesem Jahr mit minus 5,4% rechnen müsste. Da sind wir sozusagen wieder hinkonvergiert mit den minus 5,1. Obwohl wir zwischendurch im Juni diesen Jahres schon mal davon ausgegangen waren, dass es vielleicht doch noch schlechter läuft. Aber das gesamte dritte Quartal 2020 hat sich dann doch relativ gut gezeigt. Und zwar viel besser, als alle Prognostiker erwartet hatten. Und wir sind im Moment immer noch die Einzigen auf dem Prognostikermarkt, die die Einschränkungen des November mit berücksichtigen konnten in ihrer Prognose. Wir gehen auch davon aus, dass diese Beschränkungen jetzt nicht nur im November greifen, sondern dass sie über den gesamten Winter ja, mehr oder weniger in dieser Qualität, wie wir sie im November haben, auch greifen werden, sodass das insgesamt ein stagnatives halbes Winterhalbjahr wird. Genauer gehen wir davon aus, dass im vierten Quartal diesen Jahres ein Minus von 0,3% zustande kommt und dann im ersten Quartal 2021 ein Plus von 0,4%. Das ist im Moment das, was wir auch, wo jetzt weitere Schließungen wieder in der Diskussion sind, immer noch als einigermaßen realistisches Szenario erwarten. Bei aller Vorsicht. Das sind dann immer nur die Schließungen, wie wir sie jetzt gesehen haben. Bitte sehen Sie mir das nur nach. Das ist einfach an den Zahlen orientiert. Mir ist natürlich bewusst, dass jeder, der jetzt seiner Tätigkeit nicht nachgehen kann, alles andere als nur betroffen ist. Aber man muss natürlich schon auch sehen, dass die im Moment unmittelbar durch Schließungen betroffenen Branchen an der Wertschöpfung Deutschlands insgesamt relativ wenig ausmachen. Und dadurch kommt durch diese aktuellen Schließungen sowohl für das
auf das Gesamtjahr 2020 hochgerechnet, als auch auf das Gesamtjahr 2021 hochgerechnet, jeweils minus 0,2% raus, wenn man den Effekt der Schließungen berechnet. Das heißt also, ohne die aktuellen November-Schließungen, die über den Winter weitergehen, hätten wir jeweils plus 0,2% mehr im Wirtschaftswachstum. So etwa die Einordnung und Abschätzung dieser Entwicklung. Das ist, auch wenn es jetzt am rechten Rand asymmetrisch und unschön aussieht, immer noch eine V-Formation. Ja? Also dahinter steht dann schon auch die Annahme, dass es nicht noch schlimmer kommt. Dass wir also nicht mit einer weiteren Schließung rechnen müssen, die dann vom Ausmaß her die Qualität hätte, wie wir sie dieses Frühjahr erlebt haben. Was ist damit gemeint? Naja, also einerseits die behördlichen Schließungen wie im Frühjahr, aber auf der anderen Seite eben auch die Unterbrechung der Wertschöpfungsketten wie im Frühjahr, die Schulschließungen wie im Frühjahr. Wenn das kommen würde, dann hätten wir dann doch deutlich schärfere Restriktionen und müssten damit rechnen, dass das eher eine W- als eine V-Formation wird. Also alles hängt von der Entwicklung der Pandemie ab. Sie sehen hier die Zahlen, die wir berücksichtigen konnten in der Prognose. Mittlerweile sind die ja dann auch für Deutschland nochmal deutlich nach oben gegangen in der zweiten Welle. Deutschland ist im internationalen Vergleich kommt noch relativ glimpflich davon. Also ähnlich wie die USA sieht bei uns die Entwicklung aus. Japan, andere asiatische Staaten, insbesondere China, weil es die Situation schon etwas früher hatte, kommen noch ein bisschen besser weg, aber der Rest des Euroraums hat eine deutlich schlechtere Entwicklung, also insbesondere in den anderen großen Volkswirtschaften des Euroraums sieht es schlechter aus. Und das heißt dann eben auch, dass das Wachstum dieses Jahr ein Minus von mehr als 7% wird. Es ist minus 7,0 mit Deutschland, minus 7,7 ohne Deutschland. Und im kommenden Jahr ein Plus von 4,9 mit Deutschland, ein Plus von 5,5 ohne Deutschland. Also das ist so die Entwicklung, die wir im Euroraum erwarten. Und da stecken auch die größten Risiken jetzt für diese weitere wirtschaftliche Entwicklung drin. Denn wenn die Wertschöpfungsketten gekappt sind, dann wird das verarbeitende Gewerbe nicht produzieren können. Die Bundesregierung, die europäischen Entscheidungsträger, also vor allem die Mitgliedstaaten im Europäischen Rat, aber auch die Kommission, und insbesondere auch die EZB haben auf diese Krise reagiert, haben also entsprechende Maßnahmen ergriffen. Die Geldpolitik ist sehr expansiv und sie war vorher ja schon relativ expansiv. Das ist dann nochmal ausgeweitet worden. Die Anleihekäufe wurden ausgeweitet. Auch weitere Maßnahmen wurden ergriffen für längerfristige Refinanzierungsgeschäfte der Banken. Da kann man sagen, dass die EZB sehr, sehr viel Liquidität ins System schießt. Das hat sich schon auch geäußert im Vergleich zur Finanzkrise in stärkerem Maße, in etwas mehr Geldmengenwachstum, aber wir sind sehr zurückhaltend davon, jetzt irgendeine Inflationsentwicklung abzuleiten. Für Deutschland erwarten wir in diesem Jahr einen Inflationsrat, ich glaube, von plus 0,5 und im nächsten Jahr von plus 1,7, wobei da die Sondereffekte der Umsatzsteuersenkung drin sind, beziehungsweise der Erhöhung Anfang nächsten Jahres. Es ist ja nur eine temporäre Senkung. Und das verzerrt natürlich diese Entwicklung ein Stück weit. Hier links sehen Sie das Ausmaß dieser Maßnahmen in Prozent des Bruttoinlandsproduktes, und zwar unterteilt in die Maßnahmen, die direkt ausgabenwirksam werden, beziehungsweise auf der Einnahmeseite greifen. Das sind die blauen Balkenteile. Und dann in Orange das, was im Grunde sehr viel Versicherungswirkung hat für die Wirtschaft, aber nicht unmittelbar finanzwirksam werden muss, nämlich Kredite, Garantien und Bürgschaften. Und da hat Deutschland zusammen mit Italien wohl das umfangreichste Paket geschnürt. Allerdings sind die direkten finanzwirksamen Maßnahmen in deutlich geringerem Umfang anzusetzen und auch deutlich geringer als beispielsweise in den USA, im Vereinigten Königreich oder in Japan. Dort ist man vor allen Dingen auf der Ausgabenseite viel, viel expansiver, wenn man beispielsweise die Konsumgutscheine nimmt, die für Arbeitslose in den USA verteilt worden sind. Das war schon ein sehr, sehr kräftiger Effekt. Da hat man schon auch gesehen, dass in einem Wahljahr möglichst viel Kompensation gewählt worden ist. Man muss auch bei diesen Maßnahmen immer noch vorsichtig sein, die auf der Ausgaben- und Einnahmeseite greifen.
Das enthält die Kreditermächtigungen, die im Bund für den Bundesfinanzminister vom Bundestag ausgestellt worden sind. Aber wann man die dann tatsächlich nachher nutzen wird, ist nochmal eine ganz andere Frage. Denn das Konjunkturpaket der Bundesregierung enthält ja sehr, sehr viele Maßnahmen, die im Infrastrukturbereich angesiedelt sind. Und obwohl der Bundesfinanzminister permanent betont und nicht müde wird zu betonen, dass die Ausgaben dieses und nächstes Jahr kommen sollen, sind wir uns ziemlich sicher, dass sich das über die Zeit zieht, dass die Infrastrukturinvestitionen, die vorgezogen werden sollen, nicht vorgezogen werden können. Und deswegen die Finanzwirksamkeit dieser Maßnahmen viel, viel später erst einsetzt. Also von daher sind wir dann am Ende wirklich mal gespannt, was dann an Verschuldung zustande kommt. Das Defizit in diesem Jahr, das Finanzierungsdefizit, liegt bei ein bisschen mehr als -5%, im kommenden Jahr ein bisschen mehr als -3%, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber die Schuldenquote steigt dieses Jahr stärker an, nämlich von knapp 59% des Bruttoinlandsproduktes auf 72,1%. Das ist ja von in Prozentpunkten gerechnet mehr als das Finanzierungsdefizit. Und da stecken dann eben die Garantien, Kredite und Bürgschaften in einem gewissen Ausmaß auch mit drin. Und im kommenden Jahr erwarten wir ja, mit bestimmten Annahmen, welche dieser Kredite, Garantien, Bürgschaften finanzwirksam werden und welche dann auslaufen können, einen leichten Rückgang der Schuldenquote auf 71,1%. Also was heißt das nun im Hinblick auf die Belastung der zukünftigen Generationen? Naja, zunächst mal relativ wenig. Wir waren nach der Finanzkrise im Jahr 2010 mit einer Staatsschuldenquote von 82% herausgegangen aus der Finanzkrise. Da sind wir jetzt doch noch mal deutlich günstiger. Das hat sehr viel damit zu tun, dass der Bund und die Länder in den vergangenen Jahren doch sehr, sehr gut gewirtschaftet haben und ihre Haushalte konsolidiert haben. Also von daher habe ich keine Sorge, was diese Finanzpolitik anbetrifft. Aber ich betone dann doch regelmäßig, dass es notwendig sein wird, sobald die Pandemie abgeflaut ist und wir uns wieder in einer richtigen, nachhaltigen Erholungsphase befinden, dass die Schuldenbremse dann wieder ziehen sollte und man nach und nach die Schulden dann wieder abbaut. Ich will nicht durch alle Maßnahmen durchgehen, die hier gewählt worden sind. Von der Gesamteinschätzung kann man sagen, in der ersten Phase, was so im März, April verabschiedet worden ist, das war fast ausschließlich richtig, also auch von den Instrumenten, die gewählt worden sind. Was im Konjunkturpaket kommt, da ist dann schon ein bisschen mehr Schatten dazugekommen. Wobei auch da würden wir sagen, überwiegend, also zum weitaus größten Teil Licht, weniger Schatten. Wenn man dann nochmal weiter im Laufe des Jahres guckt, was noch an Maßnahmen getroffen worden ist, da gibt es dann schon viel mehr abwägende Diskussionen, auch im Jahresgutachten über diese Maßnahmen. Ich will aus dem Konjunkturpaket mal die Umsatzsteuersenkung herausgreifen. Insgesamt gehen wir davon aus, dass das Konjunkturpaket nach unseren Berechnungen einen Impuls setzt von 0,7 bis 1,3% des Bruttoinlandsproduktes. Also ist nennenswert. Und die Grenzen dieser Einschätzung, die ergeben sich hinsichtlich der Finanzwirksamkeit der unterschiedlichen Maßnahmen. Also wenn viele jetzt in diesen Jahren finanzwirksam werden, also in 2020, 2021, ist der Effekt größer. Wenn weniger finanzwirksam wird, dann ist der Effekt kleiner. Ein wichtiges Element ist diese temporäre Umsatzsteuersenkung. Die kostet dann doch 20 Milliarden Euro. Das ist ein Haufen Geld. Da war immer die Frage, wird das denn weitergegeben? Und da gibt es ein sehr uneinheitliches Bild. Die jüngste Studie des IFO-Instituts für die Supermärkte, gut, es ist jetzt nur Rewe, in Anführungszeichen nochmal nur, aber dann trotzdem eine wichtige Supermarktkette, da sieht man eine Weitergabe der Umsatzsteuersenkung um 100%. Wir konnten noch in das Jahresgutachten einfließen lassen eine Studie meiner Kollegin Monika Schnitzer, die mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Tankstellen untersucht hat. Und da gibt es je nach Produkt eine Weitergabe der Umsatzsteuer zwischen 40% und 85%. Also da gibt es schon eine Produktdifferenzierung. Wenn man sich die Meldungen des Gastgewerbes anschaut, also der DEHOGA, die Gastgewerbe, Hotellerie und so weiter umfasst, da wird klar gesagt, man gibt nichts weiter, also 0%. Werden wir nachher sehen, was dann wirklich rauskommt, wenn man es im Nachhinein untersucht. Die Bundesbank geht davon aus, dass etwa 60% der Umsatzsteuersenkung weitergegeben werden.
Das trifft ungefähr unsere Annahmen, wie wir sie schon im Juni im Hinblick auf den Preiseffekt der Umsatzsteuersenkung getroffen hatten. Da lagen wir bei etwas weniger als 60%. Also die Bundesbank sieht das ähnlich wie wir. Wir haben für das Jahresgutachten etwas anderes gemacht. Wir haben gefragt in einer repräsentativen Umfrage, wie viel von dieser Umsatzsteuersenkung werden Sie denn nutzen als Konsumentin oder als Konsument? Und dann haben wir im Durchschnitt schon gesehen, dass ein Vorziehen des Konsums nur bei 11% der Befragten beabsichtigt ist. Das liegt bei Personen mit höheren Einkommen, die sehen Sie hier abgebildet in der Abbildung, etwas höher als bei Personen mit niedrigeren Einkommen, was wohl auch damit zu tun hat, dass eine solche Umsatzsteuersenkung eben sich bei langlebigen Konsumgütern, also teureren Produkten, auch stärker bemerkbar macht und die Leute in den oberen Einkommensschichten sich das eher leisten können einerseits und eben auch weniger Einkommensunsicherheit für die Zukunft haben als Personen in unteren Einkommensschichten. Mit anderen Worten, die Umsatzsteuersenkung dürfte relativ wenig Effekt haben, wenn man es dann insgesamt betrachtet. Also sie wird eben nur teilweise weitergegeben und der Vorzieheffekt findet auch nur teilweise statt. Also es ist eine teure Maßnahme. Wir sehen insgesamt, dass es noch sehr viel an unterschiedlichen Programmen gibt, die bei weitem noch nicht ausgenutzt sind, ausgeschöpft sind. Die Überbrückungshilfen beispielsweise, das ist noch relativ wenig. Die Bürgschaften werden noch wenig genutzt. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds wird sehr zurückhaltend genutzt, was wir im Sachverständigenrat durchaus begrüßt haben und sehr begrüßen, dass das so gemacht wird. Auch die Soforthilfen für Kleinstunternehmer und Soloselbstständige sind relativ schwach genutzt worden. Also wenn man das alles zusammennimmt, steht noch sehr, sehr viel Geld im Schaufenster für die Nutzung, sodass aus konjunkturellen Gründen kein weiteres Programm aufgelegt werden müsste nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand. Wir würden Nachbesserungen vor allen Dingen auf der steuerlichen Seite erwarten. Die Ausweitung des Verlustrücktrages im Konjunkturpaket ist ein wichtiges Zeichen. Von 1 Million auf 5 Millionen Verlustrücktrag ins Jahr 2019 hinein, bei gemeinsam Veranlagten sogar auf 10 Millionen Euro. Das ist schon ein wichtiges Signal. Aber man muss deutlich sagen, in der zeitlichen Dimension sollte nachgebessert werden. Es macht ja wenig Sinn für ein Unternehmen, das auch im Jahr 2021 Verluste realisieren muss, in das Jahr 2020 einjährig Verluste rückzutragen, in dem es ebenfalls Verluste gehabt hat. Das ist natürlich unsinnig. Und deswegen sollte zumindest auf 2 Jahre ausgedehnt werden. Das Bundesfinanzministerium redet hier immer von Rechtssicherheit, meint aber im Wesentlichen seine eigene Rechtssicherheit, beziehungsweise diejenige der Länder und der Gemeinden. Den Steuerzahlern sollte es relativ wenig ausmachen, wenn sie ihre Verluste bis in frühere Jahre hinein verrechnen können und eine Steuererstattung bekommen. Also von daher erhoffe ich mir noch ein bisschen Nachbesserung an der Stelle. Man könnte die Überbrückungshilfen stärker nach Betroffenheit differenzieren, sodass da etwas mehr rauskommt. Ich sage dazu gleich noch was im Hinblick auf die sogenannten Novemberhilfen. Und was wir auch anstoßen, dann auch schon mit Blick auf die mittel- und langfristigen Erfordernisse im Klimaschutz. Da wäre es sinnvoll, eine Energiepreisreform durchzuführen, also die Stromsteuer zu senken und die EEG-Umlage weiter abzusenken. Dadurch würde man sicherlich auch einen konjunkturellen Effekt erzielen. Also das ist auch auf der steuerlichen Seite eine Möglichkeit der Nachbesserung. Zu den Novemberhilfen, wie gesagt, konjunkturpolitisch ist das nicht nötig. Wir haben die Überbrückungshilfen bereits. Eigentlich steckt dahinter eine rechtliche Anforderung. Nimmt man das Infektionsschutzgesetz in der alten Version, also nicht diejenige, die jetzt als Novelle vergangene Woche durchgegangen ist, dann steht da drin ein Kompensationsanspruch für individuelle Quarantänemaßnahmen. Für eine Pandemie ist dieser Kompensationsanspruch nicht festgeschrieben. Aber wenn man wie jetzt in diesen Restriktionen, unter denen wir leben, die man als Lockdown Light oder Teil-Lockdown oder wie auch immer bezeichnen kann, betrachtet, dass ja spezifische Branchenrestriktionen unterliegen, dann ist man eigentlich näher an dem Anspruch, der schon früher im Infektionsschutzgesetz festgeschrieben war, also einem Kompensationsanspruch. Und dem kommt die Bundesregierung zuvor in der Hoffnung, dass man dann auch Klagen verhindern kann und entschädigt auf diese Art und Weise mit einer solchen Kompensation die betroffenen Unternehmen.
Da kann man dann drüber streiten, ob das am Umsatz oder eher an Fixkosten orientiert sein sollte, wie das im Hinblick auf die Soforthilfe und Überbrückungshilfe der Fall war. Umsatz ist sicher sehr, sehr generös. Es mag den einen oder anderen geben, der im November 2019 den Umsatz seines Lebens gemacht hat als Unternehmen und dann jetzt nicht damit rechnen konnte, dieses Jahr im November den gleichen Umsatz zu machen. Also da wird es sicher Überzeichnungen geben an der einen oder anderen Stelle und einige Mitnahmeeffekte. Deswegen wäre es günstig, wenn man dieses Instrument ausdehnt, es wieder an den Fixkosten zu orientieren und bei denjenigen, die keine Fixkosten haben, Solo-Selbstständige beispielsweise, eine pauschale Entschädigung vornimmt, wie sie ja jetzt auch schon stattfindet. Ja, aber der Grund dahinter ist wirklich der rechtliche Grund und dann sollte man das so machen, dass es einigermaßen vernünftig ausgestaltet ist. Es gibt keine konjunkturpolitischen Begründungen dafür. Und auch ökonomisch muss man sagen, die Zuhörerinnen und Zuhörer mögen mir das verzeihen, wenn wir über Strukturwandel durch Krisen reden, dann stellt sich immer die Frage, wie leicht kann denn ein Unternehmen, das in die Insolvenz geht, danach wieder durchstarten beziehungsweise durch ein anderes Unternehmen ersetzt werden, das auf den Markt tritt. Das ist bei manchen sehr schwierig. Denken wir an die Lufthansa. Da würde man doch vieles unternehmen wollen, um die Insolvenz zu verhindern in dieser schwierigen Zeit. Im Gastgewerbe sieht das schon ein bisschen anders aus. Also ich kann den Verband der Eckkneipenbesitzer gut verstehen, dass sie für ihre Klientel arbeiten und sich einsetzen, aber da würde man doch relativ schnell einen Ersatz finden und könnte die schöpferische Zerstörung wirken lassen. Ich bleibe noch bei der Konjunkturpolitik mit einem letzten Ausblick. Nämlich zum Thema Digitalisierung. Wir haben in dieser Krise gesehen, wie wichtig Digitalisierung ist, welche Vorteile sie bietet. Wir könnten ansonsten diese Veranstaltung gar nicht stattfinden lassen, wenn wir nicht die Möglichkeiten der Digitalisierung hätten. Wir sind in vielerlei Hinsicht unzufrieden mit dem, was da bisher passiert. Man sieht also die deutlichen Rückstände in der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheitssystem, im Bildungssystem. Das Homeoffice in der öffentlichen Verwaltung, das lässt sich dann doch so deutlich verbessern, dass auch Anträge zu Hause intensiver bearbeitet werden können. Ein Bauantrag beispielsweise, der dann vielleicht genauso schnell umgesetzt werden könnte und nicht jetzt auch noch durch Corona zusätzlich verzögert wird, weil die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung unzureichend ist. Gesundheitswesen, ganz entscheidend. Wenn wir uns das heute anschauen, welche Rückstände wir hier haben, dann sieht man den Verbesserungsbedarf, der ist so offenkundig, dass man dringend etwas tun muss. Was sich die Verantwortlichen bei der Corona-Warn-App abgehalten haben, ist sinnbildlich für das, was wir hier in diesem Bereich haben. Auch im Bildungssystem sehr, sehr klar, dass die Digitalisierung weiter voranschreiten muss und man sich neue Formen des Unterrichts auch überlegen muss für solche Situationen, in denen wir da jetzt sind. Also hier ist vor allen Dingen der große Nachholbedarf zu erkennen und ich kann nur hoffen, dass man an verschiedenen Stellen nochmal nachbessert und sich vor Augen führt, beispielsweise beim Thema Corona-Warn-App, dass es um einen Zielkonflikt geht zwischen Datenschutz auf der einen Seite und Rettung von Menschenleben auf der anderen Seite. Und ich muss sagen, meine Priorität liegt dann eindeutig bei der Rettung von Menschenleben und nicht beim Datenschutz. Wenn sich die Wirtschaftslage wieder verbessert, dann wird man dazu übergehen müssen, auszusteigen aus diesen Maßnahmen. Das ist möglich, das ist machbar. Die Konsolidierung lässt sich über die Zeit realisieren. Wir haben im Jahresgutachten mit so einer Abbildung, wie Sie sie hier links beispielhaft sehen, unterschiedliche Alternativen der Konsolidierung betrachtet im Zeitablauf. Wir müssen schon aufpassen, dass man nicht zu früh wieder aussteigt aus den Maßnahmen. Deswegen finde ich es auch richtig, dass man 2021 die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse beibehält, sie noch einmal zieht. Wir werden dann sehen im nächsten Jahr, im Frühjahr, Sommer etwa, wie die Lage sein wird. Und dann kann man sehen, ob man 2022 wieder zurückkehren kann in diesen Rahmen. Aber von daher kann man nur sagen, die Konsolidierungsschritte sollten konjunkturgerecht und wachstumsfreundlich sein. Die EZB wird längere Zeit brauchen. Also nochmal längere Zeit, bis sie dann irgendwann mal in der Normalisierung der Geldpolitik ist. Da haben wir nicht ganz so viel Hoffnung, dass das schnell geht. Und schon mal im Ausblick auf den EU-Teil, den ich gleich noch diskutieren werde. Der EU-Aufbaufonds ist natürlich auch eine Maßnahme, die viele Chancen bietet, aber durchaus auch Risiken. Die langfristigen Herausforderungen. Nun, diese strukturellen Herausforderungen machen ja nicht Halt, nur weil wir jetzt eine Corona-Pandemie haben.
Das gilt beispielsweise für die langfristige Entwicklung, die wir hier sehen in der Produktivität. Das Produktivitätswachstum ist ganz schwach. Zwischendurch gab es mal die Wiedervereinigung. Das hat die Produktivität noch ein bisschen nach oben getrieben. Aber trendmäßig ist das Produktivitätswachstum sehr, sehr schwach. Und was man vor allem sieht, das, was wir totale Faktorproduktivität nennen, also der Indikator in solchen Produktivitätsanalysen, der durch Innovation und technologischen Fortschritt getrieben wird, dessen Bedeutung hat im Zeitablauf für das Produktivitätswachstum abgenommen. Und ich komme nachher noch auf die Demografie zu sprechen, aber man muss schon sagen, wenn man die ungünstigen Effekte der Demografie auf Innovation und Produktivität und Wachstum kompensieren will, dann wird man in der Bundesrepublik mehr auf Innovation setzen müssen. Das haben wir schon mehrere Jahre gesagt. Und wenn Sie mir häufig schon zugehört haben, da wurde das auch in der Vergangenheit schon deutlich. Aber wir können es nicht oft genug betonen, wie wichtig es ist, an dieser Stelle nachzulegen. Das gilt insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung. Dann haben wir zweitens die Herausforderung Klimawandel. Hier links sind verschiedene Szenarien der globalen Treibhausgasreduktionen aufgezeigt. Die gegenwärtige Klimapolitik und die politischen Zusagen, die getroffen sind, reichen nicht aus, um das bestehende 2-Grad-Ziel zu erreichen. Da wird noch einiges nötig sein, was man im Zeitablauf nachlegen muss. Also hier ist in der Klimapolitik sicherlich erforderlich, beim CO2-Preis nochmal anzusetzen und den weiter nach oben zu treiben, weil dadurch eine Belastung für Unternehmen und für die öffentlichen Haushalte entsteht, ist eine Kompensation durch eine Energiepreisreform notwendig. Die dritte Herausforderung ist die Demografie. Und die Demografie ist so gut wie nicht von Corona betroffen. Ja, also wir haben schon im April eine gewisse Übersterblichkeit und die Übersterblichkeit trifft vor allen Dingen auch ältere Menschen. Aber das macht einen demografischen Verlauf, wenn man sich die Wirkmächtigkeit über die Altersgruppen anschaut, so gut wie nichts aus. Das kann man sozusagen vergessen. Das heißt also, die demografische Entwicklung bleibt so, wie wir sie die ganzen Jahre erwarten. Wir rechnen das hier nochmal im Jahresgutachten durch mit unterschiedlichen Annahmen, auch für Migration und Ähnliches und seine Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen. Und da wird ganz klar, dass ab 2025 akuter Handlungsbedarf besteht, um die sozialen Sicherungssysteme wieder ins Lot zu bringen, insbesondere die gesetzliche Rentenversicherung. Und da haben wir im Jahresgutachten auch angesetzt. Ich gehe mit ein paar Bemerkungen durch diese langfristigen Herausforderungen durch. Also zunächst einmal Klimaschutz. Da haben wir im Konjunkturpaket schon eine ganze Reihe von Maßnahmen, die vor allen Dingen ansetzen im Bereich Forschung und Entwicklung oder im Bereich Infrastruktur. Also beispielsweise den Ausbau der Ladesäulen für die Elektromobilität. Aber auch die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Und da wird so ein bisschen deutlich, dass die Bundesregierung jetzt dann doch einsieht, nicht nur auf den Antrieb E-Mobilität setzen zu wollen, sondern durchaus auch andere Antriebe, etwa Wasserstoff, stärker mit in den Blick nimmt. Und nun können wir nur hoffen, dass auch im Bereich Forschung und im Bereich der Maßnahmen für Forschung und Entwicklung noch etwas mehr rauskommt für die synthetischen Kraftstoffe, sodass wir dann am Ende, was Antriebstechnologien anbetrifft, bei einer Technologieoffenheit in die unterschiedlichen Dimensionen hinein landen werden. Entscheidend wird sein, dass diese unterstützenden Maßnahmen uns eben helfen, die deutlich höheren CO2-Preise, die nötig sind, um den Klimaschutz sicherzustellen und den Klimawandel zu bekämpfen, dass diese CO2-Preise auch realisiert werden können. Eine Kompensation kann erfolgen über eine Senkung der Stromsteuer und der EEG-Umlage. Das deutet Ihnen diese linke Abbildung beispielsweise an. Da sieht man so die Belastung über die Einkommenszehntel hinweg und dann jeweils auch Anteile am Haushaltseinkommen, die dann diese unterschiedlichen Preise für Energie ausmachen. Vieles liegt hier noch vor uns, um zu einer vernünftigen Klimapolitik zu kommen. Und das erkennt man an dieser linken Abbildung. Das sieht man auch sehr deutlich, was noch zu erreichen ist bis 2030, um
die Sektorziele im Klimaschutzplan 2030 zu schaffen. Im Bereich Digitalisierung kann man einerseits sagen, wir reden uns manchmal ein bisschen zu schlecht, was Innovation anbetrifft. Häufig ist Deutschland, wenn man alle Innovationsbereiche zusammennimmt, dann doch unter den Top 5 oder sogar Top 3 weltweit. Aber gerade im Bereich künstlicher Intelligenz fällt Deutschland allmählich zurück. Während wir im Durchschnitt der Jahre 15 bis 17 noch etwa 6% aller KI-Patente hielten, sind es jetzt nur noch etwa 3%. Das hat damit zu tun, dass vor allen Dingen China mit KI-Patenten nach vorne prescht. Aber wenn man beispielsweise die Amerikaner anschaut, die USA halten ein ähnliches Niveau wie 2005 und 2007 in den Jahren 15 bis 17. Ja? Also sind nur knapp unter diesem Niveau. Also von daher wird man sich wünschen, dass hier noch deutlich mehr erfolgt und wir hier mehr erreichen. Wo findet die Innovation in Deutschland statt? Überwiegend in den größeren Unternehmen. Die kleineren, mittleren Unternehmen in ihrer Gesamtheit haben zwar ebenfalls Fortschritte bei den Innovationsausgaben, aber die blaue Kurve hat doch mehr Seitwärtsbewegung und ein schwaches Wachstum im Vergleich zu der orangenen Kurve der Großunternehmen. Natürlich gibt es unter den blauen KMU tolle Unternehmen, die an der vordersten Front der Innovation sind. Trumpf oder ja, Wittgenstein ist ein anderes Unternehmen, das man hier nennen kann. Es gibt noch viele andere, die man hier nennen kann. Aber wenn man das dann insgesamt betrachtet, bei der Vielzahl der KMU, die in Deutschland existieren und die ja wichtig sind für die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, ist noch einiges an Nachholbedarf da. Und viele haben noch gar nicht richtig umgestellt. Ein Beispiel zur Digitalisierung in der Infrastruktur. Obwohl schon lange bekannt ist, dass wir in der Infrastruktur für FTTP einen Ausbau benötigen, sind wir deutlich zurück. Ja, also es ist uns völlig klar, dass wir hier ausbauen müssen und wir kommen nicht in die Puschen. Ja, also das Umsetzungsdefizit in diesem Bereich ist enorm. Das hat mit vielem zu tun. Einerseits damit, dass wir mit den früheren Technologien eben auch eine relativ hohe Verfügbarkeit hatten im Vergleich zu anderen Ländern, die uns dann mit den neuen Technologien jetzt übertrumpfen, weil sie dann direkt auf die neuen Technologien springen können. Aber es hat auch damit zu tun, dass es Widerstände gibt in der Bevölkerung, Widerstände, die aus der Bürokratie und den rechtlichen Rahmenbedingungen kommen und so weiter. Also das, was wir seit Jahren über Investitionen im öffentlichen Sektor sagen, das gilt hier weiterhin, da ist dringender Handlungsbedarf. Und hier das Beispiel Gesundheitswesen nochmal ganz deutlich bei elektronischen Rezepten oder der Nutzung elektronischer Patientendaten, da ist Deutschland immer am unteren Ende. Ja, also das Problem, das wir hier schon mal angesprochen haben. Und es kommt dann jetzt hinzu, dass wir hier noch zusätzliche Restriktionen bekommen von der Arbeitnehmerseite her, dass immer weniger Fachkräfte zur Verfügung stehen. Der demografische Wandel spielt hier natürlich eine Rolle. Der Altersquotient steigt an, die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wird zukünftig deutlich sinken, während die Bevölkerung der 65- bis 69-Jährigen ansteigt oder 65-Jährigen und älter ansteigt. Am Ende ist das vor allen Dingen ein Problem der Sozialversicherung und hier als größter Block der gesetzlichen Rentenversicherung, da muss es möglich sein, das tatsächliche Renteneintrittsalter anzuheben, vor allen Dingen, indem man beim gesetzlichen Renteneintrittsalter nachbessert. Und da ist unser Vorschlag, eine Kopplung des Renteneintrittsalters an die fernere Lebenserwartung weiterhin relevant. Da bauen wir weiter drauf, dass das die richtige Lösung ist. Abschließend ein paar Bemerkungen zur internationalen Entwicklung und zu Europa. Also erstens, Deutschland ist weiterhin das Land, das am stärksten von allen großen Volkswirtschaften dieser Erde in die internationale Arbeitsteilung eingebunden ist. So wie eine kleine offene Volkswirtschaft im Ausmaß. Und von daher ist es wichtig für uns, für die deutsche Volkswirtschaft, dass der internationale Handel weiter floriert, dass die Volkswirtschaften offen bleiben und Protektionismus eingedämmt wird. Das war in den vergangenen 10 Jahren doch schon oder 12 Jahren seit der Finanzkrise schon ein bisschen schwieriger. Es ist immer noch so, dass Protektionismus virulent ist und wir haben diesen Druck gegen die Globalisierung auch weiterhin.
Und zwar nicht nur wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Man muss nur daran denken, welche Diskussion wir haben hinsichtlich der Rückverlagerung von Wertschöpfungsketten, etwa im Gesundheitssektor. Was wir uns im Jahresgutachten anschauen, ist die behauptete Abhängigkeit von der Arzneimittelproduktion in China und in Indien. Und dann stellen wir fest, dass nur 0,8% der Arzneimittel aus China und Indien überhaupt, also insgesamt von beiden Ländern, nicht in jedem Land, von beiden Ländern zusammen 0,8% der Arzneimittelproduktion, die bei uns genutzt wird, von dort kommen. Der Rest ist aus, also 75% aus der Europäischen Union beziehungsweise Deutschland selber. Das heißt, die Abhängigkeit, die sich hier in der Gesamtheit ergeben sollte, angeblich, die lässt sich so nicht feststellen. Was man sagen muss, wenn man medizinische Produkte insgesamt nimmt, dass etwa 30% der medizinischen Produkte zumindest Vorleistungen aus den USA haben. Das heißt, in der Zusammenarbeit mit den USA gibt es durchaus eine kräftige internationale Verflechtung. Und was man auch sagen muss, für einzelne Präparate kann die Abhängigkeit natürlich größer sein. Und da gibt es immer wieder Diskussionen. Nur, das hilft uns eigentlich nicht, das rückzuverlagern. Dann wird man anfälliger für länderspezifische Schocks in Europa, die durchaus ja gravierend sein können. Rückverlagerung hilft hier nicht. Es hilft eigentlich nur eine Diversifikation der Wertschöpfungsketten, dass man sich also von Unternehmensseite mehr Gedanken darüber macht, wie man international die Wertschöpfungsketten verteilt. Das ist ganz entscheidend. Ich bin in diesem Zusammenhang internationaler Arbeitsteilung immer wieder gefragt worden, was verändert denn ein Präsident Biden, wenn er da im Januar kommt? Nun ja, Biden und die Demokraten sind nicht bekannt dafür, dass sie Freihändler seien. Und das ganze Programm, das er im Wahlkampf gefahren hat, deutet doch darauf hin, dass eine gewisse protektionistische Politik weiter betrieben wird. Wir uns also in Europa durchaus auch darauf einstellen können, dass die Diskussion und die Kritik an Europa und an Deutschland spezifisch auch bei einem demokratischen Präsidenten weitergehen werden. Nur haben wir schon etwas mehr Hoffnung, mit einem Multilateralisten zu tun zu haben, der bereit ist, international Führung zu übernehmen, sodass es vielleicht dann doch gelingt, in internationalen Gremien mit den Amerikanern zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Jedenfalls dürfen wir das erwarten beim Klimaschutz. Nicht nur eine Rückkehr der Amerikaner ins Klimaschutzabkommen, sondern vor allen Dingen auch die Möglichkeit, mit den USA zusammen sich etwas zu überlegen, damit der Klimaschutz international vorankommt. Also beispielsweise die Gründung von Klimaklubs, mit denen man dann sicherstellt, dass besonders günstige Bedingungen für die Unternehmen in diesem Klimaclub sind, sodass es attraktiv wird für Unternehmen von außen und damit für die Länder, in denen diese Unternehmen außen sich befinden, in diesen Klimaclub einzutreten. Was uns in Europa weiterhin große Sorge bereitet, ist die Widerstandsfähigkeit der europäischen Volkswirtschaften. Wir hätten keinesfalls in der EU einen Aufbaufonds oder ähnliche Lösungen benötigt, wenn alle Staaten in Europa niedrige Schuldenquoten wie Deutschland hätten und eine entsprechend hohe Wettbewerbsfähigkeit hätten. Das ist leider dieses Jahr immer noch nicht der Fall gewesen, sodass wir halt in der Krise zu solchen Maßnahmen wie dem Aufbaufonds greifen mussten und der Verschuldungskompetenz der Mitgliedstaaten. Aber es wird uns ja nichts helfen, wenn in den kommenden Jahren des Aufschwungs die jetzt bereits in Schwierigkeiten steckenden Mitgliedstaaten nicht ihre Situation so weit verbessern können, dass sie bei der nächsten Krise besser aufgestellt sind. Das heißt, hier ist etwas Dringendes erforderlich. Ja? Das heißt, wir müssen den Aufbaufonds nutzen können in den Mitgliedstaaten der Währungsunion so, dass die eingesetzten Mittel möglichst viel an Produktivitätsfortschritt erzielen. Das können sie unmittelbar, indem sie in den Bereichen, in denen die Länder etwas zurück sind, greifen, also beispielsweise im Bereich Digitalisierung oder Klimaschutz. Das sieht dieser Aufbaufonds auch vor. Ich habe vor allen Dingen Hoffnung, dass wir indirekt etwas mehr erreichen, indem über die Mittel, die aus Europa kommen, dann auch ein stärkerer Druck entsteht in den Mitgliedstaaten selbst, in nationaler Verantwortung, Reformen durchzuführen.
Die notwendigen Strukturreformen sind längst bekannt, insbesondere in Italien und Spanien wissen die Entscheidungsträger seit langem, was zu tun ist. Sie müssen es halt nur umsetzen. Das ist vielleicht leichter, wenn man kompensatorische Maßnahmen ergreifen kann über solche Investitionsfonds, wie wir sie jetzt haben. Also Sie sehen hier Anzahl der Produkte, Zuliefererländer, was ich eben unterwegs so frei referiert habe. Damit komme ich zum Schluss. Ja, es geht darum, Resilienz und Wachstum zu stärken in der mittleren und längeren Frist. Wir haben jetzt zuerst einmal unmittelbar die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Das wird uns noch eine Weile begleiten. Auch wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht, wird es nicht so sein, dass die Betroffenheit durch das Coronavirus von heute auf morgen abklingt. Es ist wichtig, in solchen Ausnahmesituationen wirtschafts- und finanzpolitisch gegenzusteuern. Das macht die Bundesregierung überwiegend in gelungener Weise. Wir haben auf der anderen Seite eine Reihe von langfristigen Herausforderungen. Damit versucht man sich zusätzlich schon oder darauf versucht man sich zusätzlich einzustellen im Zuge der Maßnahmen, die auch kurzfristig zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wirken sollen. Also auch da sind sich die Regierungen in Deutschland und in Europa bewusst, was getan werden muss. Jetzt geht es darum, das so umzusetzen, dass die Volkswirtschaften in Europa widerstandsfähig und zukunftsorientiert nach vorne gehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, an der Stelle würde eigentlich ein tosender Applaus zu hören sein, da bin ich mir sehr sicher. Zum Teil sehe ich ihn auch eingeblendet gerade eben. Das gehört auch zu den Dingen, an die wir uns noch gewöhnen müssen, dass man darauf verzichten muss, seine Dankbarkeit zeigen zu können. Vielen Dank, Professor Lars Feld, für einen Schnelldurchlauf letzten Endes durch ein großes, unglaublich großes Thema. Sie, meine Damen und Herren, haben jetzt die Möglichkeit, wie das auch sonst üblich ist an dieser Stelle, Fragen an Lars Feld zu stellen. Zum einen können Sie dazu die Chat-Funktion nutzen. Ich hoffe, dass ich alle Fragen sehe, die Sie dort hineinformulieren. Zum anderen darf ich Sie bitten, aber da zu viele Teilnehmer sind, habe ich Sie nicht alle auf einem Bildschirm, sich deswegen also tatsächlich mit elektronischer elektronischem Handheben zu melden. Das wiederum funktioniert, indem Sie unten in Ihrer Menüleiste auf Teilnehmer klicken und dann sehen Sie alle Teilnehmer und können auch bei sich dann die Hand heben. Dann kann ich das nämlich erkennen und kann sie dran nehmen. Ich habe, bis die ersten Fragen eintrudeln, weil das technisch natürlich in der Tat jetzt etwas herausfordernder ist, als wenn man im großen Saal sitzt. Lieber Lars, eine Frage. Eigentlich ist es ja erschreckend, wenn man sieht, dass wirklich ja bislang nur ein Bruchteil der zur Verfügung gestellten Hilfen abgerufen worden ist. Ich glaube auch, dass sich da die Öffentlichkeit gar nicht zwingend im Klaren drüber ist, weil eigentlich jetzt schon wieder Panik herrscht, wo das Geld für die laufende Welle herkommen soll, wenn man eben sieht, dass das alles noch gar nicht abgerufen wurde. Wo kommt das her? Sind das die falschen Maßnahmen, um es jetzt provokativ zu fragen, oder sind die Hürden zu hoch oder ist der Bedarf nicht da? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Es ist eine Mischung aus alledem. Also zum einen ist es ja, gerade wenn man sich so die ersten Maßnahmen im März, April, Mai anschaut, eine gute Nachricht gewesen, dass viele dieser Hilfen nicht in Anspruch genommen werden mussten, beziehungsweise stellen ja heute doch auch einige fest, die die Liquiditätshilfen bekommen haben, dass sie diese Gelder dann, weil sie letztlich keinen Anspruch haben, auch wieder zurückzahlen müssen. Die Situation haben wir an vielen Stellen dann durchaus gehabt. Das ist so der letzte deiner Gründe, dass es in dem Maße nicht nötig war. Wir haben zweitens die Problematik, dass die Inanspruchnahme von Krediten von manchen dann doch zurückgestellt wurde, weil sie befürchten mussten, dass sie damit in die Überschuldung laufen. Und wir haben das Problem, dass manche dieser Dinge sehr, sehr kompliziert sind. Also wenn man die Liquiditätshilfen im Frühjahr anschaut, die wurden ja ohne große Prüfung gewährt. Dann kamen die Überbrückungshilfen, die sogenannten, die heißen mittlerweile auch Überbrückungshilfen 2. Die sind deutlich komplizierter und ohne Steuerberater geht da sowieso gar nichts. Da muss auch entsprechend geprüft werden und die Hürde ist entsprechend hoch.
Jetzt, wenn man sich diese Novemberhilfen anschaut, die da kommen und die Überbrückungshilfen 3, dann ist die Komplexität weiterhin nicht reduziert und das führt natürlich schon auch dazu, dass viele sagen, sie wollen das nicht. Und naja, dann haben wir natürlich auch die Situation, dass der ein oder andere nicht wirklich weitermachen kann, obwohl Überbrückungshilfen kommen könnten. Wir also an verschiedenen Stellen dann doch die Insolvenzen schon sehen, obwohl, wenn man sich die Insolvenzzahlen betrachtet, die große Befürchtung einer massiven Insolvenzwelle nicht eingetreten ist und auch am Horizont im Moment noch nicht zu erkennen ist. Die Insolvenzantragspflicht wurde ja ausgesetzt bis Ende September, ja, nach einer gewissen Verlängerung bis Ende September für den wichtigsten Insolvenzgrund, nämlich die Zahlungsunfähigkeit. Und da kann man sagen, da wird insgesamt so viel Liquidität bereitgestellt, dass es einen nicht wundert, dass dieser Insolvenzgrund Zahlungsunfähigkeit bisher noch nicht so richtig stark zum Tragen gekommen ist. Und die weitere Verlängerung des Insolvenzgrundes Überschuldung, das ist sowieso nicht so wichtig. Bis Ende diesen Jahres dürfte an sich auch keine allzu große Rolle spielen. Also von daher erwarte ich jetzt auch keine große Insolvenzwelle in den kommenden im kommenden Jahr. Man muss natürlich, wenn man jetzt als Bundesbank drauf guckt oder als Europäische Zentralbank und die Banken beaufsichtigt, entsprechend seinen Sorgen Ausdruck verleihen, dass vielleicht doch noch eine Insolvenzwelle kommt und dann aufs Bankensystem durchschlägt. Aber im Moment ist das nicht abzusehen, dass das bei uns in Deutschland passiert. Da sieht es in Europa, in anderen Ländern ein bisschen schwieriger aus. Ich muss aber auch noch sagen, mir wäre es lieber, man würde dieses Instrument Verlustrücktrag weiter ausbauen. Das ist ja, glaube ich, im Vortrag auch klar geworden. Und dann würde man schon auch noch mehr an Finanzwirksamkeit dieser Maßnahmen sehen, weil das dann doch ein bewährtes Instrument ist, eines, das sich eingespielt hat. Es ist auch nicht einfach, aber es ist nicht so kompliziert wie die Überbrückungshilfen. Also vielleicht das als Antwort auf deine Frage. Dankeschön. Ich glaube, damit ist auch die Frage von Harald Meyer, die ziemlich zeitgleich per Chat eingegangen ist, beantwortet. Was ich unterdessen festgestellt habe, ist, dass das mit dem Handheben, was ich Ihnen angeboten habe, leider jedenfalls bei mir so nicht funktioniert. Deswegen würde ich Sie bitten, tatsächlich über die Chatfunktion Ihre Fragen an mich zu richten. Ich habe eine weitere. Herr Feld, berücksichtigt die Konjunkturprognose für 2021 eine Fortsetzung des Lockdowns bis ins Frühjahr oder gehen die Zahlen davon aus, dass wir ohne Lockdown in das neue Jahr starten? Wir haben berücksichtigt in der Prognose, dass es solche Restriktionen wie jetzt im November über den gesamten Winter geben wird, also auch im ersten Quartal 2021 noch entsprechende Restriktionen greifen werden. Das ist in den Prognosezahlen mit berücksichtigt. Wenn es zu einem schärferen Lockdown kommen würde, dann ist die Prognose vermutlich nicht zu halten, sondern dann werden wir eine schwächere Entwicklung im Jahr 2021 haben. Und das heißt, wenn unsere Prognose Gültigkeit hat, dass wir so im ersten Halbjahr 2022 wieder auf dem Niveau des Bruttoinlandsprodukts aus dem Jahr 2019 sein werden, allerdings noch nicht auf dem alten Wachstumspfad. Danke. Christian Winterhalter fragt, wieso setzt die Bundesregierung den Vorschlag zum zweijährigen Verlustrücktrag nicht um? Das wäre doch konsequent und würde Subventionen verhindern. Ja, gute Frage, Christian. Also ich hatte letzte Woche eine interessante Diskussion dazu in der Ökonomenrunde im Bundesfinanzministerium. Da ging es nur um den Verlustrücktrag. Alle Ökonomen in der Runde sagten, der soll ausgebaut werden. Und das Finanzministerium hat gemauert. Man sieht da so richtig den Widerwillen vom ursprünglichen Fiskalzweck, den man mit der Besteuerung verfolgt, nur ein bisschen abzuweichen. Ja, das sagt dann der Abteilungsleiter, es ist wahnsinnig kompliziert und bis man das dann umgesetzt hat. Und dann kamen die Verwicklungen zwischen Einkommensteuer und Gewerbesteuer noch mit ins Spiel und so weiter. Dabei haben wir bis ins Jahr 1999 einen zweijährigen Verlustrücktrag gehabt und könnten das durchaus einsetzen. Ob man in der Höhe nochmal aufbessert, ist eine andere Frage. Mit dieser Höhe 5 Millionen, 10 Millionen, damit erwischt man so etwa 95% der Unternehmen in Deutschland. Es gibt wenige, die mit ihren Verlusten darüber liegen dürften. Obwohl man auch sagen kann, für die gilt es dann ja insbesondere, noch etwas mehr Spielraum zu schaffen. Ja, wenn man beispielsweise an die Lufthansa denkt. Ja. Also von daher kann ich mir auch vorstellen, dass man in der Höhe noch mal ein bisschen weiter nach oben geht. Aber die Sorge ist dann natürlich, dass die Einnahmen, mit denen man schon mal früher gerechnet hat aus dem Jahr 2019,
dass diese Einnahmen dann zu hoch gegriffen waren. Ja? Ökonomisch ist völlig klar, dass eine Ausweitung des Verlustrücktrages sinnvoll ist. Der Staat beteiligt sich ja über Körperschafts- und Gewerbesteuer an den Gewinnen des Unternehmens, aber nicht an den Verlusten in gleichem Maße. Und von daher ist er auch besser gestellt als jeder andere stille Teilhaber. Das ist nicht in Ordnung. Dankeschön. Eine Frage von Julius von Gleichenstein. Gibt es vom Sachverständigenrat konkrete Vorschläge, um die Digitalisierung in Deutschland zu beschleunigen? Ja, wir haben viele Vorschläge wieder aufgeschrieben, aber das Problem, dass, also wenn man es realistisch anschaut, vielleicht soll ich Folgendes sagen. Wir haben vieles aufgeschrieben, auch über das hinaus, was in früheren Jahresgutachten drin stand. Und meine Kollegin Monika Schnitzer ist in dem Bereich ja sehr stark auch die vergangenen Jahre immer unterwegs gewesen. Sie ist ja schon früher in der Expertenkommission Forschung und Innovation gewesen. Ich bin nicht ganz so optimistisch wie Monika, dass uns da viel gelingt. Also wenn man beispielsweise den Infrastrukturausbau anschaut, dann sieht man ja diese massiven Hürden, die wir da überall haben in der Infrastruktur. Ja, ob das jetzt Verkehrsinfrastruktur oder Digitalisierungsinfrastruktur ist, sind die Widerstände der Bevölkerung relativ hoch und das Rechtssystem und die bürokratischen Hürden erlauben es dann doch auch, diese Widerstände auszuleben in stärkerem Maße als sonst wo auf der Welt. Und das ist durchaus problematisch. Ich kann nicht einsehen, bis heute nicht, dass wir den Datenschutz so überbetonen, wie wir das machen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier mal in der Grundsatzdiskussion die Klärungen so weit treiben müssen, dass der Datenschutz auch etwas reduziert wird. Also meines Erachtens geht das nicht anders. Und von daher ist das nun mal eine Diskussion, die nicht so leicht ablaufen wird. Da muss die Bevölkerung erst einmal noch durch die Corona-Krise noch weiter dazu angehalten werden, sich in diese Richtung zu bewegen. Dankeschön. Ich glaube, Julius von Gleichenstein hat die Frage nicht ganz uneigennützig gestellt, denn sie ist zugleich auch ein wichtiger Hinweis auf eine Veranstaltung des Aktionskreises Freiburger Schule. Insofern baue ich zwischen die Fragen im Moment gerade einen Werbeblock in eigener Sache ein, denn dazu gibt es in der kommenden Woche am 2. Dezember eine mit Sicherheit hochinteressante Podiumsdiskussion zum Thema Digitalisierung an Schulen. Dort nehmen teil der Bürgermeister von Grenzach-Wielen, Dr. Tobias Benz, der Direktor des Gymnasiums Kenzingen, Thilo Feucht, und Senior Account Manager der Nagaro Allgeier, Markus Gniech, und Professor Tim Krieger, der Leiter des Wilfried Gutsch, der Leiter der Wilfried Gutsch Stiftungsprofessur für Ordnungs- und Wettbewerbspolitik hier an der Uni in Freiburg. Mit Sicherheit eine hochinteressante Veranstaltung, moderiert von Julius von Gleichenstein, wo einiges davon sicher auch nochmal wieder aufgegriffen werden wird. Kommen wir aber zurück zu den Fragen, die ich hier sehe. François Löb stellt die Frage, wie steht es mit Steuererhöhungen? Sind auch Vermögensabgaben zu erwarten, um die Staatsverschuldung zu bekämpfen? Und vielleicht dann noch was alle dann interessiert, können diese kontraproduktiven Maßnahmen verhindert werden? Ja, also mal abwarten. Im Moment versuche ich in der Diskussion immer klarzumachen, dass jeder Konsolidierungsschritt, ob er nun auf der Einnahmen- oder Ausgabenseite ansetzt, in dieser Phase, in der wir sind, absolut kontraproduktiv ist. Und auch schon die Ankündigung, dass Steuererhöhungen später, 2022 oder 2023, kommen könnten, halte ich für schädlich. Die Leute stellen sich ja dann drauf ein und es wird dann nicht unbedingt mehr investiert, sondern eher weniger. Was man auch nochmal sagen muss, wenn man sich die Produktivitätsentwicklung anschaut, die ich aufgezeigt habe, kannst du ja nochmal kurz aufrufen. Ich habe ja extra das Ding, die Präsentation offen gelassen. Wenn man sich diese Produktivitätsentwicklung anschaut und weiß, dass steuerliche Rahmenbedingungen für Innovation, technischen Fortschritt, Investitionen wichtig sind, dann sollte man dringend die Hände davon lassen, die Finger davon lassen, Steuererhöhungen durchzuführen. Und das diskutieren wir im Jahresgutachten auch entsprechend. Jetzt muss man sehen, wenn man die unterschiedlichen Positionierungen der Parteien kennt für den Bundestagswahlkampf im kommenden Jahr, die lassen sich ja schon in einigen Konturen mittlerweile erkennen, dann wird das letztlich auch im Hinblick auf die Steuerpolitik eine Richtungsentscheidung sein. Wenn die Linke in einer Bundeskoalition beteiligt wäre, in einer Bundesregierung als Koalition beteiligt wäre, dann würde sie viel Druck ausüben in Richtung
Vermögensbesteuerung. Und wesentliche Teile der Sozialdemokraten unterstützen das ganz genauso. Und ich könnte mir nicht vorstellen, dass bei einer grün-rot-roten Regierung der grüne Teil sich dagegen wehren würde. Also das ist sicherlich aus Verteilungsgründen aus diesem politischen Lager gewünscht. Man muss halt klar sagen, eine Vermögensabgabe, genau wie eine Vermögenssteuer, ist ein Albtraum für die Steuerbehörden und ein Albtraum für die Wirtschaft. Da würde deutlich weniger investiert einerseits. Das umzusetzen würde auch massive Schritte in den Finanzverwaltungen erfordern. Wir sehen ja, welche Mühe schon bei der Umsetzung der Erbschaftssteuer existiert. Dann würde es losgehen mit Ausnahmetatbeständen für die Betriebsvermögen. Da steckt ja hauptsächlich der Vermögensbestand in Deutschland drin. Dann hat man wieder Schwierigkeiten mit der Verfassungsmäßigkeit. Also ich kann nur dazu raten, die Finger davon zu lassen, in Richtung Vermögensabgabe oder Vermögensteuer zu gehen. Und nach allem, was wir im Moment in den Umfragen sehen, wäre ja die Union an der nächsten Bundesregierung wieder beteiligt, die für eine Vermögensbesteuerung nicht zu haben ist. Was man allerdings sehen muss, auf der anderen Seite die Hoffnung, dass es Steuersenkungen geben könnte, die uns ja die letzten 2-3 Jahre noch ein bisschen beflügelt haben, weil alles so gut lief. Die Hoffnung ist jetzt erst einmal wieder zunichte gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Steuersenkungen vor dem Hintergrund der Konsolidierungserfordernisse realisieren können. Wenn man das genauer betrachtet, was ich da sage, heißt das, selbst wenn der Solidaritätszuschlag aus verfassungsrechtlichen Gründen in dieser Form, die ab nächstem Jahr gilt, nicht Bestand haben sollte, also wenn der Soli für die obersten 10% der Einkommensskala, die ja dann noch weiter mit dem Soli belastet werden, wenn diese Belastung verfassungswidrig wäre, dann würden sich aller Voraussicht nach Bund und Länder darauf einigen, diese Belastung in die Einkommensteuer mit aufzunehmen, sodass man sagen kann, dann würde das permanent umgesetzt, ja. Das würde zwar aus dem Status quo betrachtet bedeuten, dass man dann nicht unbedingt eine höhere Belastung hat, aber das würde bedeuten, dass die Belastung, so wie man sie heute hat, bei Einkommensteuer plus Soli dann nur noch in der Einkommens- und Körperschaftssteuer drin wäre. Also davon würde ich jetzt im Moment ausgehen. Empfehlen würde ich das nicht, und wir haben auch im Jahresgutachten uns da so vorsichtig, ja, kritisch geäußert bei jeder Form der Steuererhöhung. Aber letztlich ist davon auszugehen, dass wir bei dieser Belastung in der Einkommensteuer bleiben werden. Danke. Nochmal einen Wechsel zu einem anderen Thema. Heiko Bruhn stellt fest, interessante Aussage zur Abhängigkeit von Zulieferern von Pharmamedikamenten aus China und Indien. Denn es scheint ein Outsourcing stattgefunden zu haben, um die Kosten zu senken. Laut dem Bundesminister für, jetzt stehe ich gerade auf der Leitung, ist die Zahl ansteigend. Im Jahr 2013 lag diese von kurzfristig nicht lieferbaren Präparaten bei 40. Zwischenzeitlich ist diese auf 527 angewachsen. Es würde mich interessieren, worauf der Sachverständigenrat seine Annahme stützt. Vielen Dank. Naja, wir haben hier nicht auf einzelne Präparate geschaut. Das ist ja immer ein bisschen schwieriger, weil man sich ja dann auch immer noch fragen muss, was ist denn ein Ersatzpräparat, das man hierzu verwenden könnte. Sondern wir haben uns angeschaut bei der Anzahl der Produkte insgesamt, wie viele Zuliefererländer stecken da drin. Das sehen Sie hier in der linken Abbildung. Das ist unten die Anzahl der Zuliefererländer, oben die Anzahl der Produkte. Und dann sieht man, dass es schon viele Zuliefererländer für medizinische Produkte gibt. Aber wenn man das dann unterteilt, dann ist das vor allen Dingen eine Zulieferung aus den europäischen Ländern. Das macht gut 75% aus. Und dann kommen die USA noch hinzu, während die Abhängigkeit von China und Indien relativ gering ist. Also wir haben durchaus Outsourcing gehabt in diesem Bereich, auch eine Zunahme des Outsourcing. Es gibt auch einzelne Präparate, bei denen es Sorge gibt, also Antibiotika beispielsweise, wird viel darüber diskutiert, inwiefern man die Antibiotikaproduktion in Europa wieder ankurbeln könnte. Aber ich wäre sehr, sehr vorsichtig, hier Sorge zu haben und aus der Sorge heraus eine Rückverlagerung von Wertschöpfungsketten vornehmen zu wollen. Nicht nur, dass das entsprechend kostensteigernd wäre, sondern es ist im Grunde auch nicht sinnvoll. Ja, also auch wichtig zu unterscheiden hier, das sind medizinische Produkte insgesamt. Arzneimittel ist nochmal anders. Da ist die Abhängigkeit auch wiederum anders gelagert.
Und von daher sollte man hier sehr, sehr vorsichtig sein. Dankeschön. Das will ich natürlich noch nachliefern. Bezogen hat sich Herr Brun auf das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Da bin ich gerade drüber gestolpert. Eine weitere Frage. Mich würde interessieren, wie Professor Feld die Corona-Politik der Bundesregierung hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit und der wirtschaftlichen Auswirkungen bewertet. Ist das noch im Sinne der Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft, wie sie von Hayek oder Erhard erdacht wurde? Ja, das ist eine gute Frage. Die Verhältnismäßigkeit ist natürlich schwer einzuschätzen. Das ist eigentlich eher eine juristische Abwägung. Und da versuche ich mich normalerweise nicht einzumischen. Ich bin im Frühjahr ja auch in der Leopoldina in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe unterwegs gewesen, wo wir versucht haben, auch aus unterschiedlichen Fachdisziplinen und unterschiedlichen Perspektiven abzuwägen, wie man nun weiter vorgehen sollte. Und ich kann natürlich schon sehr gut verstehen, dass die Bundesregierung so weit gegangen ist, um Menschenleben zu retten und sicherzustellen, dass wir keine Überlastung des Gesundheitswesens bekommen. Das ist uns ja gelungen. Wie gesagt, die Übersterblichkeit war im April leicht erhöht. Ansonsten in den anderen Monaten eher nicht. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn wir das im nächsten Jahr ein bisschen genauer anschauen und dann den ganzen Jahresverlauf anschauen, dass es für das gesamte Jahr 2020 keine Übersterblichkeit gibt, dass also diese Maßnahmen insofern erfolgreich waren. Wenn ich mir jetzt die wirtschaftlichen Auswirkungen anschaue, die es dadurch gegeben hat und die Kompensation von Seiten der Bundesregierung für diese wirtschaftlichen Ausfälle, dann finde ich schon, dass die Bundesregierung auch relativ weit gegangen ist mit dieser Kompensation. Wir haben bisher wenig an zusätzlichen Insolvenzen festzustellen in diesem Jahr. Es ist sehr viel Liquidität da. Wir werden das dann natürlich im Zeitablauf auch wieder korrigieren müssen, wobei das im Wesentlichen über Wirtschaftswachstum passieren wird. Also wenn Sie jetzt diese unterschiedlichen Parameter nehmen, Zielsetzung war es, möglichst viele Leben zu retten und möglichst wenig Übersterblichkeit zu realisieren. Die wirtschaftlichen Schäden zu kompensieren, die dadurch auftreten. Da muss ich sagen, ist die Bundesregierung bisher relativ erfolgreich mit ihrer Politik. Ob das dann verhältnismäßig ist, werden am Schluss die Gerichte zu beurteilen haben. In den Einzelfällen, da will ich mich nicht einmischen. Dankeschön. Simon Haufe fragt, die Kreditaufnahme auch vieler südeuropäischen Länder steigt, auch durch Corona. Auch in diesem Zusammenhang ist aktuell wieder die Rede von einer Fiskalunion in Europa und der Vergemeinschaftung von Schulden. Mit großer Sorge blicke ich auf diese Entwicklung. Ist der Euro jetzt zusätzlich durch Corona in Gefahr? Naja, also zunächst einmal, akut ist er nicht in Gefahr. Das hat aber sehr stark damit zu tun, dass die EZB massiv Anleihen kauft. Also das, was an Netto-Neuverschuldung von den Mitgliedstaaten begeben wird, wird dann über die Sekundärmärkte letztlich absorbiert von der EZB. Das sichert jedem, der investiert, auch zu, dass er seine Anleihen nochmal zu ordentlichen Kursen an die EZB verkaufen kann. Und damit geht man im Grunde, wenn man auf den Primärmärkten die Anleihen kauft, ein geringes Risiko ein. Und das sehen wir dann schließlich auch bei den Risikoaufschlägen, die zu zahlen sind. Italien ist ja massiv runtergegangen im Spread und hat sich den deutschen Zinsen angenähert. Insgesamt ist das Zinsniveau sehr niedrig. Also von daher, das, was wir 2008 bis 10 erlebt, ja 8 bis 12 muss man sagen, erlebt haben, das zeigt sich jetzt nicht. Keine neue Schuldenkrise, die akut wirken könnte und den Euro in Gefahr brächte. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte. Und ich habe das ja versucht, im Vortrag klarzumachen, dass wir es uns nicht erlauben können, die Schuldenquoten so hoch zu halten, wie sie gegenwärtig sind. Also es ist schon erforderlich, in den nächsten Jahren die Schuldenquoten zurückzuführen. Schuldenquoten heißt, man sollte am Zähler und am Nenner ansetzen. Also es geht vor allen Dingen darum, im Nenner mehr Wirtschaftswachstum zu erzielen. Und seien wir ehrlich, das Hauptproblem in der ganzen Diskussion ist Italien. Italien hat das schwächste Produktivitätswachstum von allen Ländern. Es ist ja überall in der OECD zurückgegangen. Das Produktivitätswachstum ist überall schwächer, bei uns auch. Nur die Italiener sind die einzigen, die seit Eintritt in die Währungsunion ein Produktivitätswachstum von 0% im Durchschnitt aller Jahre haben, beziehungsweise sogar leicht negativ. Das geht so nicht weiter. Und auch da, ein Erkenntnisproblem besteht nicht. Alle wissen im Grunde, was das Problem ist. Es liegt auf Seiten der Unternehmer.
so wird das so schön formuliert, die Unternehmen in Italien wachsen nicht. Sie wollen nicht größer werden. Und wenn man dann nochmal weiterfragt, woran liegt das denn, dann sieht man alle diese regulatorischen Hemmnisse, die bürokratischen Hemmnisse, die viel, viel stärker noch sind als bei uns und die in Interaktion mit dem Rechtssystem dahin führen, dass es sich nicht lohnt für ein italienisches Unternehmen, Skalenerträge zu realisieren und weiter zu wachsen. Das muss sich ändern. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja, dann ist es auch möglich, wenn man dieses Wachstum angestoßen hat, in den weiteren Schritten zu konsolidieren, also schwächere Ausgabensteigerungen zu haben, als das Wirtschaftswachstum ausmacht. Und dann gelingt es auch, die Schuldenquote zurückzuführen. Man muss immer das Beispiel Belgien vor Augen führen. Belgien ist auch in die Währungsunion gestartet mit einer hohen Schuldenquote. Damals war die 137%. Und bis ins Jahr 2007, also auf den Vorabend der Finanzkrise, hat Belgien seine Schuldenquote auf 89% reduziert. Und das vor allen Dingen über Wirtschaftswachstum. Das war ein wesentlicher Punkt. Also gelingen kann das. Ja? Wenn das nicht gelingt, dann haben wir natürlich ein Problem. Denn entweder macht das Druck auf die EZB, dann doch den Schritt zu wagen in Richtung monetäre Staatsfinanzierung. Bisher macht sie das noch nicht. Ja? Das, was da passiert, würden wir nicht so einschätzen im Sachverständigenrat, dass das schon monetäre Staatsfinanzierung ist. Aber dann wäre sie fiskalisch dominiert, wenn sie da nicht wieder rauskommt. Oder aber man wird im Hinblick auf den Aufbaufonds weiter in Richtung einer permanenten Verschuldungskompetenz der EU drängen. Und das sehe ich genauso kritisch. Ich finde, eine Fiskalkapazität auf EU-Ebene ist nicht erforderlich, solange man den Bundesstaat nicht wirklich begründet hat. Und das erfordert wiederum Souveränitätsverzicht der Mitgliedstaaten. So müsste das eigentlich sein. Wenn man im Sinne der Väter der sozialen Marktwirtschaft agiert und Haftung und Entscheidungen in einer Hand legt. Dann habe ich eine Frage von Karl von Wogau. Welchen Einfluss, das ist ein Thema, das droht in diesem Jahr nahezu unterzugehen, das hätten wir uns vor einem Jahr auch nicht gedacht, welchen Einfluss wird der Brexit auf die wirtschaftliche Entwicklung haben? Gute Frage, Karl. Ja, also in gewisser Weise haben wir ja auch schon die Auswirkungen des Brexit in den vergangenen Jahren eingepreist in der Wirtschaftsentwicklung, sowohl bei uns als auch in Großbritannien selber. Das doch schwächere Wachstum in Großbritannien, als man sich das ursprünglich vorgestellt hat in den Jahren vor Corona, ist sicherlich auch mitbedingt durch die Aussicht des Brexit. Und auch dieses Jahr entwickelt sich Großbritannien deutlich schlechter. Wir haben unterstellt, dass es noch gelingt, ein Freihandelsabkommen mit Großbritannien zu schließen. Das heißt also, wenn ein ungeordneter Brexit dann doch zustande kommen sollte zum Jahreswechsel, dann ist das ein zusätzlicher Wachstumsdämpfer auch für Deutschland. Wie viel das ausmacht, das ist schwer zu sagen. Wie gesagt, es ist schon viel eingepreist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da in Größenordnungen hineinkommen, die uns in eine Rezession werfen könnten oder sowas. Das glaube ich nicht, das wird es keinesfalls sein. Aber ein Dämpfer in der Wirtschaftsentwicklung gibt das schon. Und ungeordneter Brexit heißt natürlich dann auch, dass man in der mittleren und längeren Frist ein relativ unkooperatives Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU hat. Und das ist sehr, sehr misslich auch für die weitere Entwicklung im wirtschaftlichen Bereich, also der Handelsbeziehungen und der Kapitalflüsse und so weiter. Also von daher würde ich mir schon wünschen, dass man doch in letzter Minute noch zu einer Einigung kommt. Christopher Wiese fragt, welchen Einfluss hat Homeoffice auf den Immobilienmarkt? Firmen brauchen teilweise weniger Büroflächen. Kommt nun ein Leerstand bei Gewerbeimmobilien? Der Wohnungsmarkt ist sowieso angespannt. Für Homeoffice brauchen viele ein weiteres Büro. Was muss der Staat hier tun? Naja, also ich finde, im Hinblick auf den Zusammenhang Immobilienmarkt und Homeoffice hat der Staat keine besondere Rolle. Ja? Also der Staat hat natürlich eine Rolle im Immobilienmarkt, weil er mit zu vielen Maßnahmen auf der Angebotsseite restringiert und damit letztlich wie ein Preistreiber wirkt. Und alles, was er dann versucht zu korrigieren bei Neuvermietungen über Mietpreisbremse oder Mietendeckel in Berlin, ist absolut kontraproduktiv. Also da wäre ich ja schon froh, wenn dieser Unsinn unterlassen bliebe. Ja? Aber das hat nichts spezifisch mit Homeoffice zu tun.
Es wird schon so sein, dass wir bei den Gewerbeimmobilien mehr Leerstände haben werden. Und wenn sich Homeoffice dann auch mittelfristig so viel stärker etabliert, dass weniger Bürofläche genutzt werden wird, dann werden Gewerbeimmobilien und auch Investitionen in Gewerbeimmobilien weniger attraktiv. Das könnte andererseits wenigstens mittelfristig auch zu einer gewissen Entspannung bei den Wohnimmobilien führen, je nachdem, wo die Gewerbeimmobilien liegen. Ja, also wir haben natürlich dann auch in den Innenstädten entsprechende Effekte. Allerdings muss man auch sehen, Homeoffice, so wie es im Moment genutzt wird und auch verstärkt genutzt wird, auf dem Niveau kann ich mir das eigentlich nicht in der Nach-Corona-Zeit vorstellen. Also man sieht durchaus die großen Vorteile, aber auch die Nachteile. Wir werden mehr Homeoffice haben als vor Corona, aber nicht so viel wie während Corona. Solche Veranstaltungen wie diese hier, die sind ja viel schöner, ohne dass man zu Hause sitzt, sondern indem man sich trifft. Heikle Verhandlungen, bei denen man ein Gespür für den Gegenüber haben muss, wo zwischenmenschliche Kontakte wichtig sind, Mimik, Gestik eine Rolle spielt. Die gewisse Ausstrahlung, die jemand mitbringt in solchen Verhandlungen, in solchen Gesprächen, das macht man am besten weiterhin persönlich. Und das wissen natürlich auch alle Beteiligten und werden dahin wieder zurückkehren. Gleichwohl, mehr Homeoffice heißt dann am Ende auch weniger Reisetätigkeit. Das heißt, die Flugbranche wird sich ein bisschen stärker darauf einstellen müssen, dass man noch lange Zeit nicht auf das Niveau an Flügen zurückkehren wird, das man vor Corona gehabt hat. Jens Rode fragt, angesichts der rückläufigen konjunkturellen Entwicklungen in den anderen EU-Mitgliedstaaten und auch in Drittländern, muss doch der deutsche Export und der freie Welthandel insgesamt stark leiden. Der inländische Konsum steigt derzeit doch auch nicht, nicht nur in Deutschland, und kann das kompensieren. Ist zu erwarten, dass weltweit dann doch noch Handelshemmnisse abgebaut werden? Ja, schwierige Frage, ja, weil wir haben ja im Moment eigentlich eher einen Trend in die Gegenrichtung, was die Handelshemmnisse anbetrifft, dass sie in vielen Stellen kommen, dass es eine ganze Reihe von nicht tarifären Handelshemmnissen gibt, die zusätzlich eingezogen werden. Es ist wichtig, dass die Bundesregierung hier deutlich mehr Impulse in Richtung Offenheit setzt. Das hat sie in den vergangenen Jahren unzureichend getan. Also sie hat zwar nach außen hin die EU-Kommission bei Handelsverträgen unterstützt und war sicherlich auch eine treibende Kraft für Einigungen innerhalb der EU, wenn es um diese Handelsverträge ging und um die Zugeständnisse, die man dann den Vertragspartnern macht. Aber sie schafft es ja selber nicht, CETA zu ratifizieren und da nochmal ein bisschen weiterzugehen, auch in andere Richtungen. Das ist ausgesprochen schwierig geworden. Gleichwohl, wenn man in diese Richtung geht, von Seiten einer neuen Bundesregierung, dann ist es durchaus auch möglich, mit der neuen amerikanischen Administration sich stärker zusammenzusetzen und Gedanken zu machen, wie denn ein neuer amerikanisch-europäischer Handelsvertrag aussehen könnte. Und das wäre natürlich, wenn das gelänge, ein gewaltiger Fortschritt und eine gewaltige Öffnung nach außen hin. Und ich glaube, in diese Richtung müssen wir gehen. Das ist ja dann andererseits durchaus auch zu verbinden mit Fortschritten in der Klimapolitik, die sich ja sowohl die Demokratische Partei als auch die meisten Europäer wünschen. Dankeschön. Im Moment gehen keine weiteren Fragen mehr ein. Ich würde abschließend gerne was eher, nennen wir es mal, Technisches fragen, mit Blick auf die, du hast ja vorhin die Bedeutung der Weltwirtschaft und natürlich auch der Wahlen in den USA oder des Wahlergebnisses in den USA angesprochen. Gab es eine Zweitausfertigung so knapp vor der Veröffentlichung, die vorgesehen hat, dass Donald Trump die Wahl gewinnt? Nein, die ist schnell beantwortet, die Frage. Also wir haben absichtlich den Termin für die Übergabe des Jahresgutachtes dieses Jahr eine Woche später festgelegt, als wir es ursprünglich beabsichtigt hatten, wegen der US-Präsidentschaftswahlen. Aber da gab es keinerlei Überlegungen, was denn mit unterschiedlichen Präsidenten passiert. Ich habe sogar noch mal darauf gedrängt, auch im klimapolitischen Kapitel sicherzustellen, dass in der Art, wie wir das formulieren, Fortschritte bei einem Klimaclub, dass das unabhängig formuliert ist vom möglichen Wahlsieger.
Natürlich hätte man davon auszugehen gehabt, mit einer zweiten Amtszeit von Trump, dass wir in der Handelspolitik keine Fortschritte, sondern eher weitere Bedrohungen erleben würden, in der Klimapolitik nicht vorankommen. Aber gleichwohl, in der internationalen Wirtschaftspolitik sind die Unterschiede dann am Ende gar nicht so groß. Es waren ja früher immer die Republikaner, die auf Freihandel gesetzt haben und nicht die Demokraten. Und von daher ist die Demokratische Partei eigentlich näher an dem Protektionismus von Donald Trump, als uns das lieb sein kann und als sie das selber zuzugestehen bereit ist.